So und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir haben gerade Zuckergleiter Phantom besiegt und den Assistenten oder die Assistentin und jetzt ist er wieder nett zu uns. Unsere Geschichte willst du hören? Eine Frau sogar. Feuer und Verhängnis, das ist unsere Geschichte. Eine Gruppe Gesandter kam einst hierher, von fernen Ufern aus dem Nest der Arachna. Wir empfingen die Magier der Spinnen mit Wohlwollen. Cooles Piercing. Denn der Alcazar des strahlenden Urteils stand jedem offen. Auch der seltsamen jungen Besucherin, die sie mitgebracht hatten. Sie sagten uns, sie sei eine Zauberwirkerin, eine Zauberin aus einer anderen Spiralwelt. Sie hatte großes Talent. Doch sie besaß wenig Geschick und es gelang ihr nicht, ihre Kraft zu kontrollieren. So studierte sie im Stern Alcazar mit wenig Erfolg. Sie konnte die Feinheiten der Sternenmagie nicht meistern und warf schließlich frustriert alles hin. Voller Zorn suchte sie die Schuld bei allen anderen, bloß nicht bei sich selbst. Sie riss die Sterne vom Himmel und wir wurden vom Sternenfeuer verzehrt. Ja, nicht so nett, ne? Gibt's hier noch was für mich? Nee, ne? Ich habe ja alle Sammelsachen eigentlich erledigt, oder? Moment mal. Hier war doch noch was. Obeliskenkugel in der Alcazar-Ruine. Okay, alles klar. Dann doch die Augen offen halten. Nicht, dass ich das übersehe und hier später nochmal rumsuchen muss. Aber hier ist definitiv nichts. Jetzt sprechen wir mit Edric Feinschneide. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch in alle Türme unter Kämpfe bestreiten. Und erstmal wieder Power sammeln. Sie haben dir vom Untergang erzählt? Ja, ich erinnere mich. An jenem Tag brannte der Himmel und der Schatten verschluckte alles. Die Erinnerungen kehren zurück wie eine Flut. Ah, auch die Hüterin des Schreins, Amelia Sternenstaub, fiel an jenem Tag vom Himmel. Ich höre oft ihre verzweifelten Rufe, ihr Klagen. Zauberwirker, suche im Saal der Sternzeichen nach Amelias Geist und befreie ihn. Klaro, mach ich. Ich bin der Befreier. Ach, hier geht's auch noch weiter. Aber erstmal muss ich mich ein bisschen wieder heilen. Hallo? Gibt's hier irgendwo mal gerade was auf die Schnelle? Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Hallo, wo sind denn die ganzen Pöppelchen? Egal, dann machen wir es halt so. Und diesmal nehmen wir natürlich das Straßendeck mit, falls es wieder ein Straßenkampf sein sollte. Ich grüße dich, Eindringling. Endgegner. Die Schattenkönigin hat diesen Ort schon vor über 100 Jahren zur verbotenen Zone erklärt. Mythos. Sie hat uns hierher entsandt, um jenen, die den Strudeln des Mahlstroms entkommen konnten, einen schmerzhaften Tod zu bescheren. Glaube mir, wir warten nun schon sehr, sehr lange und wir sind sehr, sehr zornig. Also kommt sofort hierher. Alles klaro. Na gut, dann haben wir es. Ja, bin ich schon direkt richtig ausgerüstet hier, ne? Ja. Dann wird der Kampf jetzt genauso ablaufen wie eben, nur diesmal ist es ein Endgegner. Mit 19.000. Ich bin als erstes am Zug. Jiha! Traumhaft. Ach, guck mal, die Sonnenschlange ist direkt schon parat. Anfachen brauchen wir nicht. Die Elfe kann ich auch eigentlich mal rausmachen. Ich habe ja immer Satyr im Goldkartendeck. Das machen wir einmal weg. Und jetzt wird erstmal die Lage gecheckt. Aber der hat nicht alle Pips verbraucht, oder? Nee, er hat immer noch total viel Pips. Viel zu viele Pips. Guck mal. Super. Schon
schon direkt das, was ich brauche, alles. Ja, ich werde mich direkt nochmal schützen. Immerhin gibt es jetzt hier ein plus 25% Schild und er hat immer noch mega viele Pips. Könnte jetzt direkt wieder einen fetten Angriff starten. Ah, verpatzt. Na gut, egal. Das ist sogar sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt schon direkt mal ein bisschen was tun. Können wir eigentlich gleich direkt schon den Gegenschlag machen. Obwohl ich brauche ja auch noch die ganzen, wie heißt es? Klingen. Der Gegenschlag sollte, glaube ich, auch gut aufgeladen sein. Denn wenn der Erdbeben macht, dann habe ich wieder mal ein Problem. Der hat immer noch... Der macht nur kleine Angriffe. Naja, okay. Habe ich den immer noch drin, den Meteoriteneinschlag? Ich versuche jetzt hier alles abzuwehren, was auf mich zukommt. Ja, guck mal, wie er sich bemüht, hier die Pips wegzumachen. Quatsch, meine Schilde meine ich. Noch schlage ich mich gut. Jetzt stehe ich allerdings ohne Deckung da und er hat verpatzt. Top. Und jetzt werde ich mich noch einmal schützen und danach gucken wir, wie es weitergeht. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Eigentlich ist es gar nicht gut. Ja. Minus 50. Sehr schön. Aber ich glaube, die stiehlt mir Pips, oder? Wie war das? Nee, war nicht so. Gut. Weg. Lassen. Gegenschlag. Einen schönen, dicken Gegenschlag bekommst du schon mal. 180%. Ich glaube, die macht betäuben, oder wie war das? Das ist natürlich nicht so cool. 840 ist wirklich nicht cool. Genau, eine Runde aussetzen. Ist nicht so schlimm. Ah, der buffte den. Der buffte den. Dann bereiten wir jetzt den großen Angriff vor. Und hoffen, ja, ich muss mich gleich auf jeden Fall heilen, denn 2500 ist ein bisschen wenig bei diesen Gegnern. Ich, Nee, ich brauch's noch nicht machen. Ach, ich... Stimmt ja. Ich musste ja gerade aussetzen. Muss ich schon wieder aussetzen? War das für zwei Runden? Okay, jetzt kriege ich hier plus 25%. Dann machen wir jetzt erstmal das. Damit wir auch alle zufrieden sind. Jemand hat ja noch plus 35 drauf. Ja, sehr gut. Eieiei, ihr wollt's aber wissen, wa? Ihr Schlawinerchen. Kann ich jetzt endlich hier mal meinen Angriff aufbauen? Ach so, heilen müsste ich mich gleich noch, ne? Stimmt ja, da war ja noch was. So. Plus 35, plus 30, aber minus 70 und plus 25. Das heißt, der Angriff ist halbwegs normal mit ein bisschen mehr. Aber trotzdem, wenn ich unter 2000 komme, dann werde ich nervös. Das kennt ihr bestimmt, ne? Wenn ihr unter einen bestimmten Abschnitt eurer Lebensenergie kommt, dann denkt ihr, upsi, jetzt muss ich was ändern an meiner Situation. Was können wir denn hier wegmachen? Ja, die Feuerschlange. Den Feuerkessel, eigentlich brauche ich alles. Was habe ich mir da drauf gemacht? 45%. Nee, dann muss ich das halt wegmachen und mich heilen. Aber das ist mir zu heikel. Es dauert ja eh noch, bis ich die Feuerschlange machen kann.
Ich habe Täuschen habe ich noch nicht gemacht. Uiuiui. Einer der wenigen Gegner, die sich dauernd hier so solche Klingen machen, ne? Das kommt nicht so häufig vor. Mhm, sehr schön. Der macht immer diesen dämlichen Frosch, ne? Einer der schwächsten Mythos-Zauber. Ja. Ist okay, ne? Kann ich mit leben. Aber der bufft hier die ganze Zeit, der Schlachten-Skorpion, ne? Ist schon ein fieser Möb. So. Bisschen noch, ein bisschen noch und dann können wir gleich angreifen. Mein Tierchen könnte mich gerade mal zwischendurch ein bisschen heilen, finde ich. Ich könnte jetzt, glaube ich, auch noch ein Schild gebrauchen. Aber es sieht im Moment immer noch gut aus. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Das ist echt, das ist so ein Vorteil, wenn man als erstes am Zug ist, ne? Selbst wenn ich jetzt nur wenig Leben hätte, dann bräuchte ich nicht bangen. Es sei denn natürlich, ich verpatze den Zauber. Plus 30. Die blöde Tante da. 504. Okay. Täuschen. Wildfeuer haben wir zweimal. Das habe ich schon gemacht. So, ich gehe jetzt ein bisschen Risiko ein, aber er wird mir wohl nicht 2200 abziehen. Aber die haben jetzt gerade schön ihre Pips verbraucht. Oh, das ist fast plus 100% jetzt gewesen. Der hat ja... Oieiei, eieiei, okay. Ich muss nochmal ein Satürchen machen. Nützt alles nichts. Aber die haben ja auch nicht viel Pips. Da kann jetzt gar nicht mehr so viel passieren eigentlich. Der Kampf ist quasi... Ah, nee, komm, ich will nicht zu viel sagen. Wer weiß, was wieder passiert. Aber eigentlich ist der Kampf gewonnen. Muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Was hat der da drauf? Ist das, der hat aber kein minus 70% Ding drauf, ne? Plus, plus, plus. Dann machen wir jetzt mal. Wir brauchen Wildfeuer gar nicht. Ach. Top. Schade. Ja, Leute, das war ein Kampf, wie er sein sollte. Schön strukturiert, alles hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So soll es ruhig öfter sein, oder? Ah, da bin ich mal richtig zufrieden mit. Danke, Zauberwirker. Ich war in diesem Albtraum viel zu lange gefangen. Komm, lass uns unter den freien Himmel treten. Ich bin übrigens kurz vor dem nächsten Levelaufstieg. Level 103 wäre es dann. Mir fehlen nur noch, ach, noch nicht mal mehr 100.000 Erfahrungspunkte. Schön. Da bin ich schon Level 103. Geil, oder? Wie die Zeit vergeht. Aha, guck mal, die muss ich alle noch befreien hier. Bei der Spirale. Der Himmel, er ist so furchtbar leer. Kämpft da hinten jemand? Was ist das denn? Es bricht mir das Herz, den Alcazar des strahlenden Urteils in diesem Zustand zu sehen. Und all das war das Werk der Zauberin Morgante? Ist es wahr, dass sie die Schattenkönigin ist, die nun über Chrysalis herrscht? Ja, richtig gehört. Warte mal, warst du es etwa,
Der der Legion der Finsternis den Turm der Mondfinsternis entrissen hat? Aha, da kommt mir eine Idee. Wir müssen die Nova-Türme aufsuchen und nachschauen, was von ihnen übrig ist. Doch um das tun zu können, benötigen wir die Ionenladungen der Mahlstromelementare. Na super. Wer ist denn da hinten? Juhu. Esme Sternenluft. Esme? Okay. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werde ich wahrscheinlich gegen Mahlstromelementare kämpfen. Vielleicht mache ich das ja auch jetzt mal gerade offscreen. Wer weiß. Macht's gut und tschüss.